Jetzt steht Paar 10 bereit. Thomas Morgenstern und Rosita Wieland für einen Tango. Das ist sicher nicht der einfachste Tanz für einen ehemaligen Skispringer, weil jahrelang ging es für Thomas immer noch geradeaus und dann abheben und fliegen. Spontanes Abbiegen ist ja beim Skispringen eher ungesund. Der Tango mit seinen Richtungswechseln stellt Thomas jetzt vor zwei massive Probleme. Links und rechts. Springen kann er. Das, ja. Das braucht er nur mehr tanzen können, ne? Ihr habt die Latte wenigstens hochgelegt und rübersprungen. Ich will, dass ihr noch eine Chance kriegt. Thomas und Roswitha. Wir haben Gott sei Dank noch eine Chance. Und beim Tango wird es sicherlich besser werden. Stehst du immer so hinter mir? Na, ich frage mich gerade, was du machst da. Eine besondere Herausforderung beim Tango, so mal die ganzen Schritte halt da zu merken. Und dann geht's mit dem Rechten los. Mit dem Rechten. Nach links, oder? Nach rechts. Nach rechts. Ich probiere halt immer zuerst mal die Schritte dem Thomas beizubringen. Und da haben wir irgendwie so ein Rechts-Links-Problem. Links, gell? Na, rechts. So, rechts. So. Nein, eben nicht. So? Ah, je. Yeah. Falscher Fuß. Na, andere Seite. Der rechte vorne. Also, die Handbewegung meistens seitenverkehrt dazu. Ach, rechts oder links? Das habe ich einfach, weiß ich nicht, einige Male verhaut. Ich gehe mit rechts weg, gell? Mit links und mit rechts, oder? Bis ich sogar das übertragen habe auf die Rosi. Mit dem linken, mit dem rechten zurück. Du verwirrst mich echt. Ja, es ist kompliziert. Rechts. Ah, wieso rechts? Ja, rechts ist das andere rechts beim Tango für uns jetzt mal. Ist das normal, oder? Nein, das ist überhaupt nicht normal. Ja. Ja, aber werden wir schon hinkriegen, oder? So ist es, ja. Zack, so, drauf. Oder? So ungefähr, ja, das stimmt schon. Der Kopf ist gut. Hier ist Paar 10 mit einem Tango. Hier sind Thomas Morgenstern und Roswitha Wieland. Noch nicht gesehen. Ich finde aber, dass dir dieses strenge, fast ein bisschen machohaftige, überraschend gut steht. Danke. Wie fühlst du dich selber? Naja, ich freue mich, wenn ich mehr lachen kann, eigentlich grundsätzlich. Ist das aber zu beim streng? Ganzen Tag ist man natürlich mehr, weil da kann ich mich auf die Schritte konzentrieren. Ah, da muss man nicht irgendwie krampfhaft dann. Genau. Aber du hast ja gute Unterstützung mit der gehabt, eines der Tanzvorbilder aller Zeiten, Andi Goldberger ist da. Ach, war fleißig am Anfeuern.
Übrigens, das darf ich sagen, der Mann ist seit 10 Wochen Papa, deshalb die olympischen Augenringe. Gratuliere. Ist fein. Super, gell? Thomas, jetzt bewerten wir aber zuerst diesen Tango. Der Thomas hat sich wohl gefühlt, weil er kann sich auf die Schritte konzentrieren. Thomas bewertet Thomas. Ja. Ja, also ich habe den cool gefunden, vor allen Dingen auch die Choreografie, wo er so viel allein tanzen musste, war sehr gewagt, aber ich glaube, es hat ganz gut geklappt. Beim Tango hat man ja vor über 100 Jahren von diesem Tango-Fieber gesprochen, das habe ich ein bisschen zu wenig gespürt, also da wäre noch mehr Power drinnen gewesen, so wie letzte Woche hat ja der Ballas gemeint, das war sogar, was war das, Sadomaso oder irgend sowas? Nein, das war bei der Sabine. Ich weiß, beim Tango. Anderes Paar, aber. Anderen Tango, ja. Also das wäre, ein bisschen mehr noch in diese Richtung wäre vielleicht was gegangen, aber ich fand, es war eine bis jetzt sehr, sehr ansprechende Leistung. Also von allen bis jetzt hat es mir am besten gefallen. Danke. Ballasch, dir auch? Letzte Woche habe ich hier etwas gemacht, was ich eigentlich in der Geschichte der Sendung nie gemacht habe. Jemand mehr Punkte gegeben, als verdient gehabt hätte. Das haben wir hier sehr dankbar dafür gewesen. Nein, muss nicht. Das ist nicht wegen deiner Dankbarkeit. Das ist der Grund. Weil wir eigentlich mit Sportlern eine ganz gute Erfahrung haben in dieser Show. Die Sportler sind die Personen, die eigentlich von zu Hause aus nichts mitnehmen und unter Druck sich steigern können. Und ich schätze sehr deine Disziplin, auch die Disziplin von anderen Sportlern, die gezeigt wurden schon mal in dieser Sendung. Und ich wollte unbedingt sehen, was passiert, wenn du in der nächsten Runde kommst. Und jetzt komme ich zum Punkt. schon Zeit, ich weiß. Und bin ich teilweise, Gott sei Dank, erleichtert. Es war halbwegs passabel. Ich glaube, ich habe richtig gehandelt letzte Woche. Das nehmen wir mit. Und dann sehen wir uns beim Mambo. Umziehen, mit Klaus reden und dann... Bis bald, Thomas Morgenstern und Roswitha Wieland. Fans der beiden können folgende Nummer anrufen oder eine SMS an den 09010 59 09 10. Ich hab den Goldi gesagt, der Goldi war wirklich, also zwischendurch war es so eine Chance, der Goldi hat wirklich bewundert, sagt, bist du ein Depp, der ist besser als ich damals war, er hat eine leichtere Jury gehabt, ich schwöre dir. Aber ich bin damals auch mit so einer Augen drüben gesessen, wo er im Finale tanzt. Goldi war ein großartiger Showdance, an dieser Stelle alles Liebe und alles Gute. Du, du hast ja einmal gesagt, du bist jetzt nicht viel in Facebook, auf Facebook, oder wenn man das sagt, ja, Verkauf Fußball, in Facebook kann man auch sagen. Liest du da alle Kommentare von Fans oder auch Nicht-Fans? Nein, mein Social Media generell ist natürlich sehr, sehr wichtig für mich, weil ich halt einfach in Kontakt mit den Leuten halt sein möchte, die sich halt interessieren für mein Leben, was halt aus dem Skispringen halt natürlich auch kommt. Und ja, natürlich lese ich Kommentare, logisch. Alle natürlich nicht, aber weil es einfach auf Dauer nein, schon. Ja, du hast jetzt nicht viele Fans vom Skispringen, hast du jetzt nicht viele Fans, klarerweise. Ja, logisch. Erfolg macht bin schön. Sehr dankbar dafür. Sexy. Aber jetzt, also vom Tanzen her, gibt es da schon direkte Rückmeldungen? Ja, auf alle Fälle, ja. Wohl, ich mach's brav. Ja? Ja. Und letzte Woche, als du irgendwie aufs Gartl gekommen bist? Rosenmarer-Anfragen kriege ich ein paar einer, ja. Hast du welche gekriegt? Ja, schon. Hast du welche gekriegt? Ich meine, das Coolste, was war, ich habe sogar einen Brief gekriegt, also per Post ganz normal verschickt, dass ich eben Rosenmarer kennt. Sie haben einen riesengroßen Rosenmarer-Traktor mit Dosenhalter. Und ich darf ja aus dem Rhein auch kriegen, wenn ich. Kannst du einen Ausflug auch machen? Genau. Kannst du einen Ausflug machen? Jede zweite Woche. Aber du bist natürlich, du hast natürlich abgegrenzt, in der Zwischenzeit bist du von Rasenmähertraktor ja auf Hubschrauber. Genau. Du hast deinen eigenen Hubschrauber. Ja, weil es halt sonst einfach nicht mehr finanzierbar gewesen war, das Ganze. Was kostet denn so ein Hubschrauber? Ja.
Über Geld redet man nicht, oder? Redet man nicht. Das hat man. Das hat man. Aber das ist schon teuer, nein, oder? Es ist natürlich teuer, logisch. Aber das Gute ist an einem Hubschrauber, sag ich jetzt mal so, nicht wie ein Auto, der was halt gleich mal im Wert so viel verliert, sondern ein Hubschrauber haltet halt ewig viel. Oder ja, relativ hohen Wert. Gibt es die gebraucht auch? Gut wieder zu verkaufen. Gibt es die gebraucht? Gebraucht auch, ja. Aber ich will ja, das ja mein, soll ja mein Beruf irgendwann einmal werden. Das ist ja der Beruf. Das ist praktisch deine Arbeitsstätte. Das ist eine Arbeitsstätte, oder? Und du bist ja Helikopter-Sportler. Du bist tatsächlich, ich habe das gegoogelt, du bist Weltmeister in der Rookie-Class. Genau, mit meinem Co-Piloten Köhle Philipp. Gold, du hast letztes Jahr hast du, bist du antreten und das hast du die Goldmedaille gemacht. Das letztes Jahr im August in Polen, ja. In Polen, du bist also Weltmeister, also Rookie-Weltmeister, es ist Rookie bis 250 Stunden Flugerfahrung. Wahnsinn, das dauert 250 Stunden zur Vorführung, bist du der? Nein, man hat, das ist die Ausbildung, die man hat, also 250 Stunden Flugerfahrung. Was muss man da alles machen? Ganz schnell, was muss man da machen? Was ist? Es gibt vier verschiedene Bewerbe, einen Navigationsflug, einen Präzisionsflug, einen Slalom und einen, wo man halt, ja, Sabine kennt sich da gut aus, beim Rettungsfliegen eben, da werden so Dinge halt einfach simuliert, ja, von Rettungsflug, von Einsatzflug, Lost. Okay. Wir müssen eine komplizierte Geschichte. Da reden wir noch mal drüber. Jetzt müssen wir schauen, ob eure Punkte abheben. 23 Punkte gab es die letzten beiden Male. Ich hätte ja heute gern mehr. Fangen wir nach, ob das funktioniert. Ja, schauen wir, oder? Nicole, fesch geschaust aus. Danke. 7. Bollasch. Dranbleiben, weiterarbeiten. 6. Hannes. Es geht aufwärts. 7. Und Thomas. Ich hoffe auf einen Höhenflug. 6. Es ist auch ein Höhenflug, weil es geht 3 Punkte weiter rauf. 26.